Some of the content in this game might not be suitable for our ages. Okay, und damit seid grüßt man ihm Zwerge, Gnome, Hobbits und anderen zu einem kleinen Netztest, würde ich sagen. Ja, ein weiteres Netztest von einem kostenlosen Game, das ich auf Steam gefunden habe. Das sah sehr vielversprechend aus. Das trägt den wundervollen Namen The Supper. Naja, ich dachte, sieht nicht ganz übel aus. Ja, schauen wir es uns doch mal an. Okay, ja, warum nicht? Okay, starten wir ein neues Spiel und schauen mal rein. Ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet, aber ja, kostenlose Spiele nehme ich gerne. Teste ich gerne an im Letztest. Auf geht's. Versuchen wir es aus. Da. The Supper. A bit-sized game by Eternal. Appleton, wake up! Okay, das ist Miss Appleton oder was? Sorry, Miss Appleton, I know you and Bones are tight. Things were so much easier before, weren't they? Ja, es ist Englisch. Verzeiht mich ein wenig. Scheiße, wenn in Englisch reden. But there's no time to rest. Look at the time. Customers will be arriving any minute now. And we don't want to keep them waiting with empty bodies, do we? Ja, okay, jetzt spielen wir die. Die Tante hier. Special Soaps. Aha. Ja. Schön. Empty Bot. Tja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, jetzt zum Dining Room zu gehen. Oh. Licht. Ja. I know it's dark in here. Some light will make the place much more inviting. Anzünd. Was? Kann sie nicht mit der bloßen Hand? Müssen wir wohl irgendwoher Feuer holen. Hat jemand Feuer? Hast du Feuer für mich? Irgendein Raucher hier oder so? Kann ich das hier? Ich könnte doch zum Beispiel hier die Kohle aufsammeln damit dann. Das wäre doch eine Idee. Ah, okay. Jetzt damit. Ah, super. Das klingt doch schon viel versprechend. Ja. Lichtlein. Brenne. Oh. Well done, Miss Appleton. Now we just have to wait for some starving souls to pass by. Okay. Wir sind also Miss Appleton. Und durch diese Tür geht es nach Outside. Na dann. Betreten wir dieses mysteriöse Outside. No time for a walk, no. Miss Appleton, I smell fresh clients coming this way. Mhm. Why don't you go and make sure you all special souls is ready for them?
Ah, okay. Wir haben eine Spezialsuppe gekocht. In der Küche. Und müssen wir die natürlich zubereiten. Smells delicious. Durchrührt. Miss Appleton. Horses. Drowning smells. Stone matches. Hey, they come. Ah, wer kommt denn da? Klingelingling. Da sind Klienten für uns. Do you think it could be them? Ich weiß gar nicht, wer them ist. Also wer sind hier überhaupt? Ja. Schauen wir einfach mal nach, oder was? Hallöchen. Ah. Hallo, Customers. Hey, Freunde. Was gibt's denn so? Was gibt's denn alles auf dieser Welt? Hunger haben sie. Look, the chests. These are the men we've been looking for. Let's find them a place to sit quickly. Da sitzen sie schon am Tische und warten auf das leckere Essen. So, what would the gentleman like to start with? Aha, okay, mind controlling fungus. Spicy red swordfish. Oh, personal favorite. So great on intuition says that's handy as well. Lots of Omega 3. Okay, und er will eine Hand, eine Charakterhand. Did you hear that, Miss Apple? Hand and stomach still. And you too. This receipt wouldn't be up. To our customers. I was right. You are wrong. Old man. Excellent choice. Pig and Anna so swozy. Is our chef's specialty. Okay. Unsere Spezialität. So, that's a spicy red swordfish for the mind controlling priest on the left. A pigeon and a sauce was here for the sick old man on right. And a fine hand and tongue stew for the dangerous looking goose shark in the middle. Of course, also for our delicious secret sauce. Come on, Miss Appleton. Go and fetch the ticket shot. And don't forget to check out the receipts. Missed on the kitchen's wall. If you have any problems, remember out there. Okay, up in the kitchen. Hier wird gekocht. Okay, receipt ist. Alles da. Hier haben wir mal die Picken, oder wie das ausgesprochen wird. Sauce. Okay. Special Sauce. So ein wildes Dings. So, Drugs. Wo kriegen wir jetzt die Zutaten her? Aha, Zutaten. Solid Wax. Tja, also Empty Pot. Ja, warum nicht? Können wir irgendwo nach Zutaten jagen oder können auch outside gehen und ja, wir können outside gehen. Da wären sie. Jailers, Lobster Inn, best place in town, snack.
Okay, jetzt müssen wir die Zutaten holen. Verstehe. Den Hebel können wir nicht bedienen. Und da können wir vielleicht durch. Nein, können wir nicht. Okay. Wo sind wir denn hier? Oh, ein großes Schiff. Fisherman. Hallo. Herr Fischmann. Puppet. I always need ropes. This hat. Sooner or later. Aha. Okay, er hat seinen Kopf verloren. Okay, aufs Schiff können wir wohl erstmal nicht drauf, oder? Tja. Ein Schuh. Wie man das wohl gebrauchen könnte. Das kommt auch irgendwie mit ins Rezept rein. Warum nicht? Tja, hier kommen wir wohl erstmal nicht hoch. Hier kommen wir nicht weiter. Jetzt haben wir einen alten, nassen Stiefel. I hope you're not thinking on climbing up there. Nein. Picken. Den brauchen wir für die Soße. Hm. Schuh nach dem Werfen. Sorry. Oh. ja. Tja. That's the main indignant feelings. Supreme are the soul swoops. Nun, let's fish the dish. Okay, können wir hier nicht noch mehr Zutaten sammeln, oder war es das fürs Erste? Nein, können wir nicht. Das war's fürs Erste. Also, ja. Jetzt können wir den Pigeon zubereiten. Be patient, Miss Appleton. Be patient. Okay, wollen wir wohl nicht reingucken. So, wir haben Blue Picken. Boarding Wachs. Haben wir es jetzt versaut oder was? Okay, wir haben jetzt beides. Power with Special Souls. Können wir doch jetzt bestimmt. Großartig! Da haben wir eine Speise. Well done, Miss Appleton. The Pigeon. The Souls will see is ready to be served. Gut, und da haben wir brennendes Wachs. So, wer wollte jetzt nochmal den Pigeon? Ich glaube, er wollte es. What's this nonsense, Miss Appleton? That's not the gentleman ordered. Ah, focus, Miss Appleton, focus. Du. What's the nonsense? It's not the ordered. Focus. Dann er halt. Bon appetit, Monsieur. Oh. Oha. Da hat er aber schnell verspeist. Das sah jetzt ein bisschen tödlich aus. You can tell by his pale face that he really enjoyed his last supper. Don't worry, they are used to pass out in taverns. They won't notice. He stopped biting. Wir haben jetzt eine Schere. Okay. Können wir damit. Hätte ja sein können. Er braucht eine Hand. Können wir ihm irgendwie eine Hand abschneiden oder uns eine Hand abschneiden?
Sicher. So, für den zweiten brauchen wir jetzt ein Blue Swatch Fishtail und Chili Pepper. Okay, kommen wir doch jetzt, oder? Ja. Are you kidding me, Miss Appleton? You never cut anything with those rusty scissors. Müssen wir uns wohl. Tja. Tja. Was sollen wir denn sonst machen? Outside. Hier kommen wir nicht voran, oder was? Nein. Aber vielleicht können wir aufs Schiff drauf. Das wäre vielleicht natürlich eine Möglichkeit. Und mit der Schere können wir doch jetzt hier oben das Band durchmachen. Können wir jetzt hier. Na komm. Nicht? Komm, du willst mich doch. Na komm, jetzt hier. Ja, genau. Hoch mit dir aufs Schiff. Captain's Cabin, Trapdoor. Oh. Ja, paddeln. Ah, die Chili. Genau, die brauchen wir. Sitting looks completely fractured. One needs to find a nice drink. Okay, also to's deck. Na dann, Captain's Cabin. Oh, I think I know the star guy. Let me taste his blood. Butcher knife. Sip. Oh yes, indeed. Captain Clint McMurray, my sister's second husband. Looks like you won't be birthing anyone up ever again, Clint. Okay, dann leiten wir da runter. Jetzt kommen wir doch bestimmt. Tja, wie wir in die Chili kommen, weiß ich jetzt nicht, aber wir können doch bestimmt erstmal den Haifisch hier. Mit dem Säbel. Ja, du bekommst dein Essen gleich. So. Aber jetzt doch, bitte. Jo. Sehr gut. Okay, dann brauchen wir noch Chili Pepper. Vielleicht können wir das solide Wachs irgendwie. Tja. Empty Water Jug. Ja, genau. Hier. Damit kann man doch bestimmt. Hier. Nein, nicht. Tja, dann vielleicht im Wasser der See. Gucken wir das erstmal. Vielleicht irgendwie die Pflanze zum Wachsen bringen. Tja. Der tote Angler. Tja. Erstmal hoch hier. Und dann wieder runter. Autsch. Ah, okay, jetzt haben wir doch hier. Genau. Ein wenig Flüssigkeit. Das können wir doch jetzt bestimmt auf den Seedling kippen. Sehr gut.
Super was. Und dann mal Chili. Chili Pepper. Sehr gut. Das zweite Gericht. Und runter hier. Hops. Dann können wir das zweite Gericht zubereiten. Dann haben wir jetzt auch die Zutaten für. Ab in die Taverne zurück. Und was haben wir hier? Tja, da wird wohl noch irgendwas auftauchen. So. Zack und zack. So. Dann haben wir das Gericht vollständig. Sehr gut. So, er wollte es doch haben, oder? Ach, Mann. Ja, dann er halt. So, Bon Appetit. Nombo. Wieder einer tot. Oh, yes. Satisfied so much. This the dish dessen is a pleasure of the dying for. Haha, do you get it, Miss Burton? It's funny. Come on, laugh. That's long. Lol, laughing. Laughing out loud. Schlüssel. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Was auch immer. Ah, damit können wir durch die Tür. Verstehe, verstehe, verstehe. Da können wir outside durch diese hier hindurch, durch die Jail Door. Oh, Skeleton Hand. Ah, die Hand. Genau. Was waren da noch für Zutaten, die wir benötigen? Für den letzten. Das letzte Speis. Okay. Plump Human Hand. Add on Simni Tank. Ah, okay, die Zunge hat er ja verloren. Können wir die doch nehmen. So. Dann können wir hier ganz ratzfatz. Na, sag nicht. Jo. Schön frittiert mit Wachs. Ja, und in die Spezialsoße. Ein Token. Großartig. Das nächste Rezept. Die nächste Speise. So, Deadly Shark. Bon Appetit, my cartilages fat. Nom nom nom. Schon Futtersatz. Und. Oh. Ah, another satisfied customer. Such a tasty delicious. Can't help but defeat even the most discerning of so much. Irgendwie sowas. So much. Well done, Miss Appleton. The service was impeccable. I don't think you customers have any complaints, do they? Great. Now let's clean all this mess before the strange guest the attention of the outer authorities. Aufräumen. Okay. He's not hungry. Aufräumen. Wie, was, wo? Habe ich das falsch verstanden oder was? Aha. Ja, aufräumen. He's not hungry.
Die Chest, können wir die vielleicht jetzt öffnen? Be patient. Okay. Oh. Das ist rot. Abendsdämmerung. Wundcard. Aha. Great idea, Miss Appleton. This will be useful to carry the bodies out. Okay. Jetzt steppen wir die nach draußen. Dum di dum di dum. Dum di dum di dum. Ten feathers deep on the road to hell. Yo, yo, ho, and bottle full of room. Oh, here you are. Oh, da werden die Leichen hier raus gescharrt und werden hier. We never used the Gründer with such large specimens. Let's hope their bones don't get stuck. Achtung! Ja, da wissen wir jetzt. Da wissen wir jetzt, wo die Soße herkommt. Die Spezialsoße. Ja. Well done, Miss Appleton. You performed diligently. Die Spezialsoße. Ein Geist. In einer Kiste. Thank you, Miss Appleton. I appreciate what you have done for me. Ah, wir haben den Geist gerettet. At last, I am allowed to rest. And so are you. Oh, I have so many good memories of you and I working side by side. You were my dearest friend. Oh, sie haben ihn verschleppt. When those beasts dragged me out from our kitchen, I knew I was done for. Sie haben meine Beine gefressen. Seht ihr das? Sie haben meinen Ehemann entführt und meine Beine gefressen. Geht denn sowas? I swear, I didn't steal that gold nugget from them. I won it fair and square. Why? I was engaging suffocating inside this chest. They put me in. There was only one thing I knew for certain. You wouldn't rest until you found me dead or alive. I am deeply sorry you had to lose your own sanity along the way. Please find a quiet place to bury my bones near the old room where I liked to spend time. It's time for me to leave, Miss Apple. Sweet dreams, my dear friend. And goodbye. Ach, schön. This supper. Ein kleines, aber feines Game. Also muss ich schon wirklich sagen. Also, es hat jetzt hier written and designed by Navarro. Nicht schlecht, also es ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Also ich muss sagen,
kurz und knapp. Habe ich nicht lange dran gespielt, aber nicht schlecht. Nein, gar nicht. Gar nicht schlecht. Tut mir gefallen. Thank you for playing. Thank you for playing. If you enjoyed this little game, please consider supporting the developer. So we can keep creating games. Genau. We can do so by playing PDF output.dlc. Thank you for your generosity. Ja, da gibt es jetzt noch ein kostenpflichtiges DLC dazu zu dem Spiel. Ja. Großartig. Also ich kann es mich nur wärmstens ans Herz legen. Es ist jetzt hier nicht gesponsert von irgendwem. Ich habe es kostenlos auf Steam entdeckt und habe das Vorschaubild gesehen und habe gedacht, ja, probier's du mal aus. Warum nicht? Ja. Ich find's, mir gefällt's. Also ich bin hin und weg davon. Ich finde das einfach, das ist Indie Games Kunst, wie man's, das ist Kunst und Kultur, wie man so heute haben will. Das ist, so braucht man das. Es ist ein bisschen blutrünstig, aber ja, halt nichts für, muss ja das FSK 18 Symbol vorher einblenden. Ja, passt schon. Nichts für kleine Kinder, aber hat mir heftigstens gefallen. Fürstlichstens gefallen. Zwergfürst zertifiziert. Dürft ihr genießen. Dürft euch anschauen. Meine Empfehlung habt ihr. Schaut es euch an. Kostenlos. Könnt ihr runterladen bei Steam. Ist nochmal eine Videobeschreibung verlinkt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Dieses Let's Test von diesem kleinen Spiel. Ja. Abo da lassen. Glocke aktivieren. Und man sieht sich in einem anderen Let's Test oder in einem anderen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Haut rein. Und ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.